Jahr des Wolfes. Die Karten des Standardsformats ändern sich jedes Jahr. Ja, und damit sind einige meiner normalen Decks ad absurdum geführt. Jojo, wir bleiben trotzdem auf Standard. Ist fertig. Ja, werde ich mir mal angucken müssen. Aber nicht jetzt. Weil es geht jetzt ums neue Kartenchaos. Wie jeden eigentlich Mittwoch. Jetzt haben wir Donnerstag. Ich habe es total vergessen gehabt. Eine legendäre Festivalformel. Ein Festival der Legenden findet statt. Wählt eine Klasse und probiert die neuesten Deckformeln aus. Ja, da hört sich gar nicht so schlecht an. Das Schöne daran ist, ich muss wieder kein Deck selber zusammenstellen. Haha. Nur, was probieren wir dann aus? Neueste Deckformeln. Ich habe keine Ahnung. Dö. Ja, ich probiere mal meine grundsätzliche Lieblingsklasse, den Magier. Eigentlich müsste ich jede Klasse einmal durchgehen, damit man von jeder Klasse eine Deckform sieht. Arkan-Zauber, zwei weniger, behalte ich mal auf der Hand. Du bist Arkan. Ja, passt schon so. Ich habe eine grobe Idee, worauf das Deck basieren könnte. Aber nur eine ganz grobe Idee. Okay. Null und was möglichst teures. Passt schon. Das war's. Ja, das ist jetzt eine tote Karte natürlich bei uns auf der Hand. Bevor der sich, weiß nicht wie oft, bei Überheilung multipliziert. Vervielfältigt. Habe ich ihn jetzt abgeräumt. Für jede Leitschuld, die in diesem Spiel gewirkt hat. Oh. Leitschuld. Im Herzen sind wir bei euch. Ja, irgendwie steht da der auf Überheilung, ne? Lief nicht so, wie ich mir das eigentlich vorgestellt hatte. Egal, weg mit der Überheilung. Unterweist mich! Ach ja, genauso wie letzte Woche mit dem weißen Rand unten. Das ist bei mir normaler Windows-Balken. Tut der Gegner bitte mal was. Hallo Gegner. Hast du keine Diener mehr? Ist das Spiel abgeraucht? Hallo. Wow, es ging jetzt doch. Was ist das denn? Erhalte drei zufällige Diener auf der Hand. Einer kostet 1, 2 und einer 3. Hm?
komm, gib die Diener her. Die Karte ist gut, aber erst für später. Auch für nachher. Wenn ihr im letzten Zug ein Element ausgespielt habt. Ja, das kriege ich hin. Na, der war wohl mit seinen Handkarten gar nicht zufrieden. Und hat deswegen so lange gebraucht. Und normalerweise hatte ich mir ja angewöhnt, die Namen wegzumachen. Vor so ein paar Parts. Mache ich aber nicht mehr. Das Risiko gehe ich ja selber auch ein, wenn ich spiele, dass da irgendwie ein YouTuber oder ein Streamer mich auch aufnimmt. Könntest du direkt mir die 3 Mana ziehen? Ja, mache ich auch. Realität. Ja, das sind 3 Runden. Und selbst wenn er nicht hochkraft damit angreifen kann, er zumindest nicht. Ne, ich sehe es jetzt schon kommen, dass das ein bisschen dauern könnte, dieser Kampf. Also durchaus möglich, dass das der einzige Kampf in diesem Part ist. Im Herzen sind wir bei euch. Aber einfach nur sagen, hey Leute, da ist... Ist mir dann auch wieder zu blöd. Brrr. Schaden. Solo. C3 Zauber, wieso? Was ist ein Finale? Achso, wenn dieser Zauber euer verbliebenes. Aber er zieht nur 3 Zauber, das ist blöd. Was soll ich nur tun? Auflösen. Das war's. Da sind auf jeden Fall einiges an neue Karten dabei. Jetzt ein neues Jahr, neues Glück und so, klar. Vielleicht sollte ich doch wieder ein bisschen mehr privat Hearthstone spielen, um an die neuen Karten ranzukommen. Ansonsten macht Kartenchaos, spätestens wenn es heißt selber Deck zusammenstellen, wenig Sinn. Wie viele Finger zeige ich? Wie viele Finger zeige ich? Aha. Ja gut, Überheilung ist auf jeden Fall nicht interessanter. Ich ziehe 3. Dann kommen erstmal die instabilen Funken raus. Passt schon. Ja. Warum nicht? Naja, die nächste Karte geht ins Leere. Nur der Popstar. Ah, das ist ein Weg. Vielleicht schon. Könnte
könnte ich jetzt natürlich rausballern. Das mache ich auch. Ich glaube nicht mehr dran, dass ich den Kampf gewinne. Ich spiele zwar eigentlich gerne Magier, aber ich muss mich in diese Magierart reinfuchsen. Ihr werdet mir alle zujubeln! Ich weiß aber jedes Jahr aufs Wenn Neue. Alle Sonnenbrünnen fließen. Ihr seid kein Fan! Dass ich mich irgendwo reinfuchsen muss. Ist nicht ganz so geil. Komm schon. Sei lieb und nett und brav und gib Gas. Ja, ich stress gerade ein wenig rum, weil ich im Real Life noch was vorhabe. Um 11 Uhr muss ich wo sein, um jemanden unter der Hand zu greifen. Kampfschrei bei Überheilung, einen zufälligen Feind. Okay. Krieg ich diese 6... Ja, entdeckt einen Zauber ist immer schön, klar. So. Na komm. Hau ich dich einfach raus. YMCA. Oh, Sonnenbrunnen. Das war's. Gib Gas, los. Ich weiß, dass ich dich getrollt habe. Jams oder Jams oder wie auch immer du ausgesprochen wirst. Mit deinem Zeitrausschinden wirst du nicht mein Freund. Na los. Tu es. Oder tu es nicht und schenk uns den Sieg. Feld. Oh. Jetzt nicht unbedingt das Beste, was ich haben konnte. Egal, hau ich trotzdem raus. Ich habe 10 Karten, ich würde gerne. Entdeckt, wirkt, wäre schöner. Mit dir kann ich nur eine von meinen eigenen Ratten rausnehmen. Ja. Zumindest geht die nächste gezogene Karte dann nicht ins Leere. Du stehst doch eh besser da wie ich. Wieso drückst du dann nicht? Du hast nur eine neue Karte nachgezogen und so viel Bedenkzeit braucht man nicht. Wenn er so weitermacht, setze ich gleich meine Katze an. Die Tastatur. Seine Maus.
Das waren nicht unsere Ideale. Als ob der das mit Absicht macht. Komm, raus mit dir, Ratte. Ja, das schaltet auch nicht. Na komm. Audioverarbeitung läuft. In your face. Und wenn er den killt, dann haben wir zweimal den Blizzard auf der Hand. Wisst ihr was? Ich besorge mir meine Schuhe. Und der Part wird irgendwann spät abends rauskommen. Ich hoffe noch donnerstags. Schuhe habe ich. Schnell entscheiden. Und ja, mit gutem alten Klettverschluss. Ein Vorteil hat das ganze Spielchen. Also mit dem Zeitrausch hinten da. Augenscheinlich mehr Content. Ach ja, komm. Verursacht zwei Schatten. In your face. Na. Also grundlegend hätte der uns zerflicken können. Hat er natürlich jetzt nicht. Mein Ziel von wegen einen Sieg ist erfüllt. Mal wieder, Gott sei Dank. Und ja, eine legendäre Festivalformel. Die neuen Kartendecks von dem neuen Spieljahr sind gestartet. Sind ausprobierbar. Ich hoffe, ihr habt Spaß dran. Und wenn ihr irgendwie was sehen wollt, dass ich irgendein spezielles Deck spiele, sagt Bescheid. Dann werde ich dazu auch nochmal ein extra Video abdrehen. Wie gesagt, Kommentarfunktion und dann setze ich mich dran. Alles, fast alles andere ist ja eh im Voraus produziert, also die Zeit habe ich, um solche Sonderwünsche momentan zu erfüllen. Naja. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns bei dem nächsten Kartenchaos oder halt bei einem meiner anderen Projekte. Bis dann. Ciao.